Herzlich willkommen zur 268. Folge Space Exploration mit Felixo. Hallo. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, nicht mich, mach nicht mehr, nein, nicht mich kaputt machen. Hallo, lass mich leben. Ungern. Hallo, leben und leben lassen. Eben umsatz ihr nicht. Bin schon wieder fast tot. Schade. Sollen einfach mal nicht die ganze Zeit auf dem Boden rumspringen hier. Wäre schon echt geil. Was daran findest du denn so toll? Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Jetzt wollte ich Land eigentlich holen. Ich komme nicht weg. Oh, ja. Da war ja was. Hä, warum laufen die Viecher um? Warum nicht? Lauf doch nach rechts rüber. Achso, ich laufe jetzt hinterher, aber ich fahre noch im Zug, ihr kommt doch eh nicht hinterher. Einfach nur unglaublich. Einfach. Brauche ich nicht, 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 brauche ich nicht. Problem ist, trotz dass die Dinger hier echt gut laufen, ist Landfill doch arg wenig dort. Ja, absehbar. Hä? Ist das da mitten im Wasser gespawnt? Kein Kommentar. Das ist nicht mitten auf dem Wasser gespawnt, das ist mitten auf unserer Schienenstrecke gespawnt, das ist viel witzigere.
Ja, der Vorteil ist halt nur, man braucht weniger Länge für. Gäbe es auch andere Inseln, die das bewirken würden, als eine Insel mit einem tollen Kernriss drin, ne? Vor allem den Scheißen wirst du nie wieder wegkriegen. Was jetzt? Kernerz. Wollen Sie den Kernriss abreißen? Kannst du ja Klippensprengstoff zumindest verschließen kurzzeitig. Jetzt mal einen Abrissplaner darüber ziehen, dann siehst du es ja. So. Cool, wenn ein so ein Mini-Nest mit 5 Würmern und 3 Nestern, die einem mehr Damage auf die Person macht, als so ein Riesennest mit 400 gefühlt drinne. Ist aber richtig geil. Wenn ich nachgespawnt, das mache ich jetzt das letzte Nest rechts weg. Das heißt, der Block hier wird dann wahrscheinlich der neue Blueprint-Block sozusagen werden, ne? Weil überall anders hast du immer irgendwas dabei. Also ich sag's mal so, das Problem ist bei den Blöcken da, dass du die halt da drinne hast. Das heißt, die beiden oben und unten drunter gehen nicht. Und bei den anderen, bei dem hast du Schienen mit drinne, bei dem hast du Schienen mit drinne. Das Schon halt, wo heißt, du Abzweigung gebaut hast. es geht halt nur noch der Block dann rechts, also komplett neu gebauter Nö, Block. also in der Theorie kannst du den hinbekommen. Müsstest halt die Kreuzung da rausreißen und dann hast du vermutlich die eine Schiene da mit drinne. Und die Roboports in der Mitte müssten halt raus. Und die Aber ganze ansonsten sollte Produktion. das klappen. Die Produktion kriegst du ja einfach raus. Es sind ja Gebäude, die nicht in den Schienen dabei sind. Das ist ja kein Problem. Aber ja, eigentlich ist es am einfachsten, wenn man irgendeinen rechts neu dran setzt und den dann als neuen Blueprint nimmt. Der hier muss dann auch nicht. Hier muss auch raus. Der muss raus. Und der und der und der und der und der. So wie die vier und den Schön, dass jetzt schon wieder Erzförderer hier leer laufen beim Kohleding. Find's auch interessant, dass du die Erzsachen, die ganz, ganz wichtig wären, die zwischen den anderen Schienen auch noch laufen, auch noch nicht angeschlossen hattest. welche? Da. Ja gut, aber da kommst du ja noch so zwischendurch rein. So einigermaßen zumindest, aber wäre trotzdem halt schön, die wegzuhaben, dann kommst du wenigstens irgendwann mal über die Schiene vielleicht rüber. In den nächsten 30 Jahren.
Wo ist eine Gerade? Wir haben keine Gerade mehr, die ohne die richtige Länge hat, weil oben fehlt ja uns noch was. Versuchen wir es einfach mal so. So würde es theoretisch gehen. Genauso schön, wie dass du streckenweise schon die Greifarme anscheinend für die richtige Position hingesetzt hast für die Luftfilter. Wie immer Zumindest einmal. stehen hier an der Geraden, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, Greifarme, die blinken. Wo? Das kann nicht sein, das ist nämlich sicher noch von irgendeiner alten Anlage. Kann aber nur von den Luftfiltern von der Position her sein, eigentlich. Das kann nicht sein, weil. Erstmal sind die viel zu weit auseinander. Oder viel zu nah auseinander. Ich habe in den Luftfiltern niemals gelbe Greifarme benutzt. Wüsste aber nicht, was es sonst sein soll. So, das heißt da neue Kreuzung rein. Da die neue Kreuzung rein. Da wird Felix mich jetzt gleich für umbringen. Ja, das macht mich jetzt einfach mal erstmal unsere ganze Base sozusagen, die Anliegung der Base. Ah ne, warte mal, die fahren genau vor der Kreuz. Alles klar, ne, hat sich erledigt. Ich habe nichts gesagt. Sollte mich das jucken, ob unsere Base Anlieferung bekommt oder nicht? Einmal hier das Landfill gesetzt und dann kann hier losgelegt werden. Vorausgesetzt, wir haben das Material dafür. Wahrscheinlich. Gut, mein Zug, den werde ich wahrscheinlich erstmal die nächsten Wochen nicht wiedersehen. Schade. Ha. Hat irgendwas Großes kopiert, gesetzt oder was weiß ich? Jetzt eben gerade oder was? Ja, oder war das mein Internet? Also ich habe nö. Gesetzt habe ich nichts, kopiert habe ich nichts. Liebe ist ja, wenn die Würmer auf einmal anfangen zu treffen, die schießen die ganze Zeit immer irgendwo in einen predicted Laufweg. Also komplett daneben. Und dann fangen die auf einmal an zu treffen. Dann denkst du so, fuck, einer trifft und du bist tot gefühlt. So, dann müssen die das da oben machen. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Da bin ich. Ach, dann kann ich das ja hier oben direkt so abreißen. Auf dem Rückweg. Oh, da war ein Roboter drin.
Das ist ja schön. Ach so. Hahaha. Jetzt ist mein ganzes Inventar im Zug drin. Congratulations. Ich hätte jetzt Bock auf Celebrations. War klar. Ich glaube, ich weiß jetzt, wofür die Farbe meiner F-Tasten steht. Ich glaube, für meine HP-Anzeige. Wird zumindest erklären, warum nur noch F1, 2 und 3 blinken. Okay. Das heißt, M blinkt, wenn irgendwas zerstört wird, und die F-Tasten zeigen mir an, wie viel Leben ich habe. Okay. Cool. Mhm. Könnte ich mal auch einstellen, aber ich glaube, dann ist hier richtig, Buddy. Was ist euer Problem hier? Was haben wir jetzt noch offen? Okay. So viel. Hauptsächlich die Stromanlage, so gefühlt. Ja gut, aber ist das noch so viel, was da offen ist? Und alle Boiler halt, ne? Und das Steam Engine, besser sonst ist ja, die fehlen. Boiler hast du ja geschafft. Ja, bevor ich dann los müsste. So. Jetzt ist die Frage, was muss man mitnehmen, wenn man da in den Weltraum hochfliegt? Für das erste Mal eigentlich gar nichts. Außer halt diesen Landeplatz. Der ist hier oben drin in der Kiste. Der ist oben schon drin in der Kiste. Ja, und der. Also. Dann brauchst du es erstmal eigentlich gar nicht hochzubringen. Das ist die Frage, ob man nicht dennoch lieber schon für ein paar Forschungspakete von den einen welche mit hochnimmt. Weil du hast diese weißen hast du halt nichts oben bisher. Du hast nur die Pakete und da das Labor drinne. Du hast ein bisschen ein paar Plattformen, 400, also 200 gute, 200 schlechte. Wasser, Öl, bisschen Schmiermittel. Da ist die Waffe drinne, da ist Lebenszeug drinne. Da ist Kohle drin. Also ich sehe jetzt grundsätzlich nichts, was da oben wäre, was man benötigt für das Paket. Abgesehen von der Maschine halt, mit der du es craften könntest. Zumindest wäre da eine von den ganz guten großen Montagemaschinen für den Weltraum oben. Ja, das heißt, da müssten wir dir als erstes forschen. Die Weltraumfabrik, ne? Nach den Plattformen halt. Wir haben ja die Montagemaschinen, die kleinen, die sind halt deutlich schlechter und können halt nicht alles craften, ne? Ich kann ja hier das Ding schon mal Gas geben lassen. Wobei die Weltraumfabriken erstmal die meisten Sachen schaffen sollten. Kosmisches Wasser wäre das einzige, was wir oben craften müssen. Plus die Wissenschaftspakete ja selber. Das heißt, ich müsste Prozessoreinheiten mit hochnehmen. Das sollte ich ja unten haben. Raketentreibstoff sollte ich unten haben. Steine wird schwer, aber sollten wir auch irgendwie zusammenbekommen. Und diese Weltraumfließbänder müsste ich noch machen. Und dann halt die Ressourcen für das kosmische Wasser müsste ich mit hochnehmen. Na gut, wenn wir jetzt noch die grünen Schaltkreise schon wieder. Und dann irgendwo hier oben.
Was fehlt noch? Zocke, Eisen, Sauer, Kupfer, okay. Ah, ne, schnell greifen wir mal. Aber dann sollten wir uns vielleicht bei der Forschungsanlage überall mal, was weiß ich, 2000. Also deshalb ja, deshalb meinte ich ja vorhin, wir sollten uns überlegen, was wir brauchen an Forschung. Das Weltraumgerüst ist ja super wichtig, damit wir überhaupt oben was aufbauen können. Wobei es eventuell vom Platz erreichen könnte, die 400 Sachen, also könnte es theoretisch gesehen auch ein bisschen nach hinten geschoben werden. Weil wir brauchen ja nur kosmisches Wasser und den Rest bringen wir ja von unten mit hoch. Oder ich zumindest. Ja, ich gut, weiß nicht, ob ich hochfliege, aber ich denke mal. Du musst ja so oder so wieder runterkommen und wir müssen die Gerüste hier unten bauen. Ja, die Frage ist halt bloß, wie funktioniert dieses Raumkapselnavigation? Was für ein Ding? Geh mal in Forschung rein und da das nach den Quality of Life Dingern, das Raumkapselnavigation. Das sorgt dafür, dass du mit der kleinen Kapsel anscheinend irgendwie fliegen kannst. Ich habe nur noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, wenn ich ehrlich sein soll. Ermöglicht es, die Kapsel für den Personentransport zu nutzen. Raketensektionen können an die Raumkapsel angebracht werden, um ohne ein Frachtraketensilo zu starten. Nützlich zur Beförderung des Spielers, aber nicht für dessen Fracht. Das heißt, du brauchst Raketensektionen. Was sind Raketensektionen? Große Frage. Ach, das sind diese komischen Dinger. Nee, das ist Frachtraketenbauteil. Aber nennt sich Frachtraketen-Sektion oder Allgemeinsektion. Das heißt, du brauchst diese Frachtraketenbauteile, die du ja bekommst, wenn du mit der Dings abstürzt, oder nicht? Glaube, müsste man halt dann gucken, aber das wäre halt ein Option. Also aktuell bin ich am überlegen, ob ich halt dann wirklich nur mit dem Raumanzug, einem Stack, wenn überhaupt, dieser Sauerstoffdinger hochfliege, wobei wir nicht mal annähernd einen Stack zusammen haben. Was habe ich denn dafür? Ach, oh, ja, gut, das erklärt einiges, ja. Schade. Ein bisschen was hochfliege. Ja, du brauchst halt nichts, oder so gut wie nichts. Weil das halt ist halt die Frage, je nachdem wie viel forschen wir wollen. Ich meine, die Sachen kosten ja nicht wirklich viel, die Pakete. Die sind ja recht kostengünstig in meinen Augen zumindest. Ja, ich würde halt gucken, dass du dein Inventar... Mein Inventar mache ich hundertprozentig voll. Die Frage ist halt nur, ob und wie viel man in die Rakete reinpackt. Der Rakete, ja, nee, ich würde wahrscheinlich das Inventar. Also ich nehme auf jeden Fall einen 100 Fahrzeugkraftstoff mit, damit ich mit meinem Jetpack fliegen kann. So, dann nehme ich den Raumanzug mit. Das ist ja auch, denke ich mal, klar. Richtig, und dann würde ich das Rest des Inventars gucken, was du an Forschungspaketen brauchst, und würde zu gleichen Teilen das Inventar mit Forschungspaketen voll machen. Und würde in die Rakete einfach gar nichts reinpacken, weil du weißt nicht, ob die kaputt geht. So, der größte Teil geht ja eh kaputt. Aber ich würde in die Rakete nichts reinmachen. In der Rakete geht fast gar nichts kaputt, da geht 1% kaputt. Aktuell. Du hast 99,012% Frachtraketensicherheit, also das Zeug. Oder Frachtsicherheit, das ist ja. Es landet halt nur irgendwo im Nirgendwo. Oh, wir haben Akkas entdeckt. Aber was heißt entdeckt 4? Gute Frage. Oh, das ist ein Eisenerzplanet. Interessant.
Ach so, ich wollte meine Steine mal loswerden. Oh, Steine sind voll. Schade. So, jetzt noch Uran. Haben wir noch Feuerziel? Da ist gut Feuer. Bei uns im Geier habe ich einen Raketenwerfer im Inventar. Egal. So, da haben wir ja grundsätzlich alles. Da unten sind unsere Roboter am Bauen. So, was bauen die? Achso, die reißen da oben gerade noch ab, ja. Nee. Hä, was reißen die denn ab? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Fakt ist, da oben müssen sie bauen, dann müssen sie da unter die Schiene abreißen. Dann hätten wir das Ding schon mal, um das Teil. Das könnten wir ja hier auch schon machen, theoretisch. Gut. Und jetzt wollte ich mir auch so ein Ding hier bauen. Alter, was machst du gerade? Mach gar nichts. Alter, es ist gerade am Ruckeln, müssen wir abhängen. Respekt. Ja, das F3, ne? Also bei mir läuft alles super flüssig und ich habe keine Probleme und ich mache auch nichts. Ja, jetzt läuft es bei mir auch wieder flüssig. Ich habe mal die so wundervoll gemacht. Die Elektromotoren, die grünen haben wir noch nirgendwo gebaut, ne? Außer bei den. Auch bei den Robotdingern halt oben, aber deshalb hau ich da auch meinen Greifarm immer wieder weg. Aber ansonsten, nein. Das ist ja das Problem. Also. Ich brauche insgesamt, um alles zu forschen, außer den Quality of Life Dingern, die jetzt noch fehlen würden aktuell. Also die jetzt mit dem aktuellen Paket, den wir hier unten haben, schon forschbar wären. Bräuchte ich noch 18.000 Pakete von. Rot, Grün, Blau und Orange oder Gelb oder was weiß ich, was das ist. Was wir jetzt hier unten noch forschen? Nee, die brauche ich mit hoch insgesamt. Komplett, um alles mit dem ersten Paket fertig zu forschen. Das wären 18.000, weil 400 sind von den jeweils oben schon. Also von Rot, Grün, Blau und Gelb brauche ich insgesamt 18.400. 400 wären von denen schon oben. Also brauche ich jeweils noch 18.000, um alles zu forschen. Und 7.300 Militär. Sollte aber auch kein großes Problem darstellen. Nee, ich habe jetzt hier vorne schon mal. Wo sind sie jetzt? Hier habe ich schon mal Kisten gesetzt. Ja. Brauchen für das komplett alles 3680 Prozessoreinheiten.
Das sollte machbar sein. Ja, auf alle Fälle. Dauert zwar Ewigkeiten, vor allem weil da oben nur eine Montagemaschine ist, die aktuell craftet. Aber da sind jetzt alleine schon 200 drin. Und das, obwohl halt welche verbraucht werden und so nebenbei. Dann brauchen wir das Doppelte an Fließbändern, also 7360 von den Weltraum. 3680 Raketenbrennstoff, die könnten wir sogar gefühlt schon fast haben. Na, nicht ganz. 480 haben wir von denen. Weil die halt absolut kacke stacken. Dann brauchen wir 18.400 Stein und 3.600 Blablablub von diesem tollen kosmischen Wasser. Und dann brauchen wir die Einser-Pakete und sowas nicht mehr zu bauen. Doch, vermutlich schon, aber dann hätten wir zumindest schon mal alles durchgeforscht, bis wir halt das nächste Weltraumpaket haben. Wofür wir dann halt wieder Zeug bräuchten. Weil das nächste Paket braucht dann Tryonit. Okay. Gut. Es gibt zwei verschiedene, eins mit Tryonit und eins mit Vulkanit. Das eine ist dann das mit dem roten Ding, mit dem roten Rand drum, und das andere ist mit dem blauen drum. Also rotes Vulkanit und blau, die halt hinter dem Weltraumding kommen. Also Zubehör und Produktion. Blau ist Tryonit, rot ist Vulkanit. Mal so als Information. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, sofort. Muss noch eine Sache fertig behaupten, ganz kurz. Alles klar. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.